So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung des JFD Live Trading TV Formats. Aktuell wird noch gehandelt, es ist 20.40 Uhr und ja, was soll man sagen, die Aktienmärkte bleiben schwierig in der Einschätzung. Kommen wir erstmal zum S&P 500 Index. Hier gab es gestern eben eine deutliche, ja, für mich schon eine Umkehrkerze. Das Tief wurde auch unterschritten, allerdings gab es dann eben dann Käufe. Ich habe ja auch eine Dow-Short-Position angenommen, die ist dann eben auch mit Verlust ausgestoppt worden. Ich habe ja dann auch zwar am Montag darauf gepocht, oder ich wollte nicht drauf pochen auf Short, aber es sah alles bis dahin noch relativ Short-lastig aus. Die Situation hat sich natürlich jetzt durch diese Tageskerze geändert. Hier ist eben auch die Tageskerze. War das hier vorher auch Tages? Naja, tatsächlich war auch hier Tag und nicht Woche. Aber da ja hier das am Wochentief lag, der Schlusskurs, war auch die Wochenkerze also negativ. Also hat es hier trotzdem gepasst, was ich gesagt habe. Jetzt sieht es halt natürlich etwas anders aus. Die Kaufzone rückt natürlich durch den Anstieg jetzt wieder eher in weite Ferne. Allerdings nachlaufen werde ich jetzt hier nicht. Ich habe mir vorher viele Nasdaq-Werte angeschaut. Sind auch in einer Korrekturphase, wo mir eigentlich auch noch ein Tief fehlen würde. Folgt aber natürlich kein Tief. Könnte es wirklich nochmal ein recht schneller Squeeze nach oben kommen. Also Shorts eher sind natürlich eng abzusichern und wie gesagt eben nicht darauf pochen, dass es nach unten geht. Allerdings, ja, durch die 2 Wochen, wo ich weg war, will ich jetzt hier auch nicht mehr groß jetzt hinterher rennen. Und ja, im DAX hat sich das Chartbild natürlich dann heute auch, also am Nachmittag, deutlich verbessert, liegt jetzt direkt am oder beziehungsweise knapp oben am EMA 38, aber noch unter der Buy-Hürde, die ich am Anfang der Woche genannt habe, unter 9.800 Punkten. Und die ist auch für mich eigentlich hauptsächlich relevant, wenn sie auf Tagesschlussbasis gebrochen wird. Sonst hoffe ich eben auch hier noch auf einen Rücksetzer. Hier gab es im Tagesverlauf ein Short-Setup, was nicht aktiviert worden ist. Das habe ich hier irgendwann gegen 14 Uhr veröffentlicht. Da gab es dann nur noch ein Tief bei 9.660 Punkten. Und hier wurde jetzt der EMA 200 im Stundenchart durchbrochen. Wie sieht das hier im 4-Stunden-Chart aus? Da lag eben auch die Rainbow-Oberkante dran. Die wurde jetzt auch durchbrochen. Also hier ist es eben bullish. Also hier werde ich definitiv jetzt keine Shorts eingehen. Zum Gold. Gold liegt jetzt hier heute auch weiter im Schatten von Silber. Hier wurde der Stopp nachgezogen und gut 30. Ja, ich werde vielleicht morgen, also ich warte jetzt hier noch die Tageskerze ab. Ich werde höchstwahrscheinlich einen Stopp hier runterlegen bei 1251 bzw. einen direkten Verkauf. Hier Silber steht jetzt, ja, ich habe jetzt hier nicht für einen Wochen, kein Wochensetup noch erstellt. Nur in den Videos ja erwähnt, dass jetzt hier eine Silber eine wichtigen Marke, eine wichtige Marke erreicht hat und ja, ein Wochenschlusskurs darüber wäre dann für mich ein Kaufsignal. Dann müsste man dann hier doch hinterherrennen bzw. auf die erste größere Korrektur warten. Aber auch hier könnte jetzt heute schon eine Aufwärtsbewegung zu Ende sein, Rücksetzer. Und dann geht es weiter up and away vielleicht. So, da hätte man jetzt diese Indizes. Dann kommen wir eben kurz auch zum Nasdaq 100. Es ist jetzt hier kein Setup, wo eine direkte Position eingegangen ist. Sonst wäre auch hier ein Stoppkurs benannt worden.
sondern es ist halt ein Szenario, wo hier unten ein Long-Einstieg angedacht war. Der Tiefskurs lag jetzt nur bei 4.436 Punkten und anschließend zog er auch stark stärker nach oben. Aber wenn man es jetzt hier noch nimmt, ist also noch ein Abwärtstrend in der 4-Stunden-Chart. Eben da kein neueres Hoch aktuell, hier ein Tief und kann sich hier eben noch ausdehnen, beziehungsweise sollte sich eigentlich auch noch ausdehnen. Und wie vorher kurz erwähnt, also im Nasdaq habe ich keine besonderen guten Werte nach meinem Stil entdeckt. Zu RWE, hat jetzt heute hier etwas enttäuscht, ist jetzt ja auch erstmal so angedacht, dass hier Long-Positionen möglich sind. Allerdings war eben hier auch, da der Wert natürlich ein deutlich Underperformer ist, noch ein bisschen mit mehr Pep sollte hier vorkommen, bevor man hier mit dem Rücksetzer dann Long gehen könnte. Eine Allianz, die habe ich halt gestern und vorgestern ausgescreent, war hier relativ schön und hätte eben dann zum steigenden DAX gepasst, aber wie gesagt, ich war eigentlich im DAX eher auf fallende Kurse eben eingestellt, aber nicht aktiv erstmal shorten. Hier eine Commerzbank, liegt eine Beiträgermarke bei 8,05. Kommt es da zu einem Tagesclose über dieser Marke, wäre ein Anstieg bis 9,10 eben denkbar. BMW hat heute ja, sehr super Zahlen, die besten Monatszahlen ihrer Firmengeschichte veröffentlicht. Allerdings ging jetzt hier heute nicht besonders viel. Die Autowerte können hier noch keine weitere Rallye starten. Siemens hatte ich ja noch im Godmore Trader veröffentlicht und kommen wir noch zum Euro-US-Dollar. Hier pendelt sich der Wert eben wieder in dem Widerstandsband ein. Zwischenzeitlich sah das nach einer schönen Umkehrkerze aus, aber jetzt ist es eher, zeugt wieder von Unsicherheit. Ja, einen spekulativen Stop-Sell Marke könnte man unter diesem Low oder unter diesem Low legen. Schauen wir mal kurz in den 4-Stunden-Chart, in den Stunden-Chart rein und noch in den 4-Stunden-Chart. Ja, ich stecke das mal oder ich mache mal hier mir einen Alarm rein und werde dann die Muster weiter ansehen. Die Fresenius konnte jetzt heute hier mit einer recht schönen Kerze erstmal aufwarten. Dann müsste jetzt morgen nochmal was folgen. Hugo Boss aus der zweiten Reihe gefällt mir hier recht gut mit der Flagge. Ein Ausbruch über 58,50 sollte dann Potenzial generieren bis 65. Also hier auch einen Alarm vielleicht setzen. Das war's erst einmal. Mal schauen, was die Märkte noch in der letzten Handelsstunde auf das Parkett zaubern werden. Und ich melde mich dann morgen früh wieder. Danke und einen schönen Abend noch.